Luigi Calloni wurde ohne Arme geboren. Er lebt und arbeitet in Livorno in Italien. Seine Arbeit und sein Leben orientieren sich sehr an seinem Glauben. Für meine persönlichen Ausstellungen bevorzuge ich religiöse Motive. Die heilige Maria, Jesus, die Heiligen. Aber ich male auch oft und gerne weihnachtliche Motive, österliche Motive, auch auf Anfrage der Vereinigung, um Karten und Kalender herzustellen. Mit 12 Jahren begann er zu malen, unterstützt von seiner Mutter. Später lernte er die Vereinigung kennen, studierte Kunst und perfektionierte seine Technik. Ich habe 4 Jahre lang an der Kunsthochschule von Livorno studiert. Dann habe ich Ateliers von verschiedenen Malern aus Livorno besucht. Ich habe viele Tipps erhalten, die meine Arbeit verbessern. Und heute noch gehe ich zu Freunden, die Meister sind für mich, um weiter zu lernen. Ich bin überzeugt, dass man in der Malerei nie bis zur Spitze kommt, sondern immer weiter lernt. Che mi insegnano sempre qualcosa, perché io sono convinto io che nella pittura nessuno è arrivato, ma c'è sempre da imparare. Luigi Calloni ist neben der Malerei auch noch literarisch tätig. Er schreibt Gedichte, vor allem an Tagen, an denen seine angeschlagene Gesundheit ein Malen nicht zulässt. Seit dem Jahr 1999 ist er jetzt Vollmitglied der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler. Hier fühlt er sich als Persönlichkeit wahrgenommen, nicht als eine anonyme Nummer. Die Vereinigung ist für mich wie eine Mutter und ich spreche nicht nur für mich, sondern für alle anderen Behinderten. Die Vereinigung ermöglicht es uns zu arbeiten, in einer Welt, in der normale Menschen uns Behinderte die Behinderung spüren lassen, wo man als Behinderter nur schwer eine Arbeit findet. Trovare un posto di lavoro non è facile in questa società.